Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mountain Farmers mit dem Darky. Hallo. Hallo. So, in den letzten Bahnen des Pflügens. Letzte Folge wollte ich euch noch ein bisschen Außenansicht zeigen, da war leider die Folge vorbei. So ist es halt. Ja, wir gucken uns heute mal das VCA-Getriebe an, haben wir gesagt. Und wir wollen vielleicht sogar Kühe kaufen. Wir haben in der Pause ein bisschen gesprochen. Wäre vielleicht ganz geil, schon ein paar Kühe zu haben. Die müsste man natürlich erstmal mit Futter vom Händler versorgen. Ja, das wissen wir. Aber da tut ja prinzipiell kein weh. Prinzipiell. Jetzt lass mal gucken. Wie mache ich denn hier VCA? War Steuerung C? Nee. Steuerung C, ja. Ach, Steuerung. Ich habe Alt-C. Danke, Werner. So, wo mache ich denn jetzt hier ein anderes Getriebe rein? Das machst... Wo war das denn jetzt? Achso, auf dem mittleren. Auf dem Schaltknüppel mit den Zahnrädern. Ja, habe ich. Da kannst du Getriebe auswählen. Ja, IVT steht da drin. Genau, ein, das ist das Standardgetriebe mit kleiner Anpassung und Drehzahl. Ein altmodisches Getriebe mit 4 Gängen und 4 Bereichen und Wendeschaltung. Das ist natürlich guter Rat teuer, ne? Ja, müsste man jetzt natürlich wissen, was bei dir am besten drin wäre, ja. Ich würde tatsächlich sagen, ein altmodisches Getriebe mit 4 Gängen in 4 Bereichen. Warte mal, das kann man doch. Ich sehe das beim Felix immer, der guckt dann immer auf den Schaltknüppel und denkt sich dann, aha, ja, ja. Ich sehe aber keinen Schaltknüppel hier. Ich sehe nur einen Joystick. Dann wird das wahrscheinlich irgendwas so in Richtung Full Power Shift oder Vario sein. Wobei Vario ja nur für Fans ist, glaube ich. Du, da bin ich jetzt aber... Ich gehe mal kurz den Paul fragen. Gleich wieder da. Gut, auch die vermehren sich ja extrem. Hallo, guten Tag. Ja. Hallo. Guten Tag. Ich habe eine Frage an den Paul. Ja. Weißt du, welches Getriebe ich bei meinem Lindner Geotag reinpacken könnte? Gott, ich glaube, du kannst es Standard IVT drin lassen. Aber ich will ein anderes mal versuchen. Soweit ich weiß, haben die Vario. Aber Vario? Genau damit beschäftigt habe ich mich nicht. Kann ich prinzipiell jedes reinpacken oder wird das irgendwann kaputt und das Ding fällt auseinander? Prinzipiell kannst du mit jedem kannst fahren. Du jedes. Okay, dann versuche ich einfach mal, was am besten passt. Hat die mal was gesagt mit den Ganggruppen? Bitte? Was? Die Ganggruppen, die man schalten muss, kann, sollte? Die kannst du automatisch schalten lassen. Ja, kannst du, aber das musst du einstellen, ne, oder? Ja, ich glaube tatsächlich... Das ist standardmäßig an. Das ist an, glaube ich, ja. Ich versuche das einfach mal. Nur wenn ihr irgendwie am Berg einen schwarzen Rauchwolke seht, dann war es das falsche Getriebe. Ja, okay. Ihr seid ja weit genug weg, ne? Also die Feuerwehr hat genug Zeit zu reagieren. Wunderbar, ich freue mich. Gut, danke schön. Hat die Mitgliedschaft? Nein, leider nicht. Sparsamer Selbstversorger. Tschüss, gell. Ciao. Okay. Und was ist es geworden? Naja, ich versuche mal das 4x4. Also, Paul hat gesagt, du kannst prinzipiell alles reinpacken. Oh, ja. Oh, da klingt ein bisschen, anders? Anders? Warte mal, ich versuche mal das Fendt Vario Getriebe. Das, wie heißt denn das? Ah, das heißt Vario, okay. Oh, das jetzt geht aber richtig gut, das Vario Getriebe. Also das Wahlgetriebe, da bin ich bis jetzt, ich bin jetzt 5 Meter gefahren, aber... Er fährt dann auch rückwärts 20 km mit dem Wahlgetriebe, ne? Ja, klingt doch nicht schlecht. Ob man das jetzt will, weiß ich nicht, aber... Du, die Möglichkeit haben wir auf alle Fälle. So, ich bin mit diesem Feld fertig mit dem Pflügen, Darky. Ist gut. Ich bin auch mit dem Grubbern fertig. Glaubst du, können wir... Du wolltest ja Kühe haben, ne? Also, wir wollten Kühe haben, Entschuldigung. Ja, genau. Also, wir könnten sie uns entweder liefern lassen. Nee. Zahlen wir ein bisschen was drauf. Nee. Oder du fragst den Paul mal, ob er uns seinen Viehtransportanhänger... Was hältst du denn davon, wenn ich... Glaubst du, lohnt sich schon mal, so eine kleine Wiese abzumähen für das Grundbedürfnis der Kühe? Ich weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich geht oder ob da viel runterkommt. Aber wir können es auf jeden Fall versuchen, ja. Aber dann würde ich einfach mal so einen kleinen Streifen mal versuchen. Da brauche ich auch keinen Schwader dafür, weißt du? Da kann ich einfach dann mit dem Ladewagen drüber fahren.
Und ja, für die ersten paar Bissen hätten wir dann schon was, ne? Ja, auf jeden Fall nicht. Das wäre zwar jetzt kein High-End, oh Gott, das wäre zwar jetzt kein High-End-Futter, aber sie verhungern nicht, ne? Muss man einfach mal so sagen. Das ist die Hauptsache. Weißt du, was wir in unserer Planung vergessen haben? Na. Eine Kerche. Das ist schlecht. Paul, also, ich habe gesehen, bei Paul steht er. Ich habe auch einen See vor der Tür, ne? Aber. Ja. Das ist nicht das Gleiche. Ich glaube, der wäscht nicht so gut, ne? Auch dieser Silo-Platz hinterm Haus finde ich ja mega cool, ne? Ja, den ohne Seitenwände, ne? Ja, ja. So, hier reinfahren. Jetzt muss ich mal gucken, was ist denn unser schnellstes Fahrzeug? Ist es der Lindtrag tatsächlich? Das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, auf Geschwindigkeit kommt es hier echt nicht an, ne? Auf der Karte. Ja. Dafür sind die Wege einfach zu klein und, oh Gott, da ist der Zaun. Und ja. Und Zaun. Aber warte mal, ich muss den tatsächlich nehmen. Ich habe hier automatisches Ankuppeln. Ja, läuft. Ja, also das Soll ich jetzt, Attach ist nicht überall drin. Tatsächlich schon wieder vergessen. Soll ich jetzt mähen oder nicht mähen? Ja, mach. Ich teste es. Such dir eine Wiese aus und dann test einfach mal. Das kann ich nicht abkuppeln. Warum das denn? Ah, oh moin. Mahlzeit, na, wie ist es? Moin, immer noch anstrengend. Wir haben ja auch keinen Speed Control oder sowas hier drauf. Und ich nutze jetzt den vom VCA, dass er die Geschwindigkeit hält. Warte mal, brauche ich auch das Dreieck? Oh, das Dreieck brauche ich, glaube ich, sogar. Ich lasse das mal dran. Du bist aber auch im Weg hier, du. Also Lindner muss ist ich... Es ist halt sagen, nicht so einfach. Nee, es ist, wir haben auch nicht so viel Platz, ne? Es ist ein alter Bergbauernhof. Also dafür haben wir eh schon sehr viel Platz, muss man sagen. Lassen, aussteigen, also abgucken. Zuschauer, die hier Innenperspektive gefordert haben, kommen hier voll auf die ihre Kosten. Ach ja, Werner, das war natürlich wieder, also... Das hat gut geklappt. Du brauchst das Dreieck übrigens nicht. Der hat ein Dreieck. Yeah. Du musst das Mehlwerk noch hochnehmen. Achso, oh Gott. Es geht meistens besser. Also ich muss die Schläuche noch ankuppeln, deswegen wollte ich es eigentlich... Warte. Ja. Weißt du, jetzt noch so eine Tür, die du auf und zu machen kannst, ne? Dann bin ich zu Hause. Oh, ich bin bereit. Du hast aber, glaube ich, den Strom noch nicht angekuppelt, oder? Oh ja, ich habe die Hydraulik vergessen, warte. War das nicht mit lange draufbleiben? Ja. Das ist dran, aber... Mehr kann ich nicht. Probier mal, ob es geht. Also. Probier mal aus, ob es geht. Gut. Das scheint zu funktionieren. Warum da jetzt noch Kabel rumhängen, ist okay. Keine Ahnung. Wo fange ich denn an? Hier hin? Kannst. Also, das ist halt, sieht halt einfach nicht reif aus, ne? Also. Nee. Da steht abgeerntet. Achso, das ist abgeerntet tatsächlich. Das ist erntereif daneben an, okay. Ja, probier das hier doch einfach mal. Fährt man eigentlich jetzt von links nach rechts oder fährt man hoch und runter? Ich glaube, hier ist es momentan noch egal. Kommt auf jeden Fall was runter und es bleibt auch. Bleibt da was liegen? Nee. Die Frage ist, ob es nachsynchronisiert. Ah doch, ja, da liegt was. Liegt da was? Ja, hier liegt was. Ja, ich würde mal so einzelne Bahn fahren, weißt du? Ich schnapp mir mal den Lindtrag oder möchtest du das dann? Nee, kannst du gerne mal machen. Boah, ich bin ein richtiger Bauer hier oben, du.
Also viel wird es nicht sein, ne? Das wissen wir beide, aber... So zum mal ranfühlen, weißt du, kann man es dann mal schon mal machen. So, ich lasse in der Mitte immer so ein bisschen streifen, weil dann siehst du auch, wo was sein sollte und wo nicht. Ja. Kann ich hier drehen wie ein großer? Ja. Da vorne sehen wir den Darky, wie er gerade umkuppelt. Er versucht es zumindest. Er gibt sich Mühe. Ja, Vorwärts-Rückwärts-Schaltung ist so. Schwierig? Ja, das spiele ich normalerweise nicht. Kenn ich irgendwo, ja. Will ich ja auch mit Tastatur spielen. Ich hatte das mal mit dem Lenkrad versucht, aber wenn man 13 Jahre LS spielt mit Tastatur, dann ist das schwierig, sich umzugewöhnen. Spielst du seit dem Beginn? Seit dem 9er, glaube ich. Oh, ja. Krass. Ja, fast 13 Jahre, ja. So, wie mache ich das jetzt hier an? Ladewagen anschalten. Nee. Geht nicht. Jetzt vielleicht? Ich habe die Zapfhelle angemacht. Nee, tut sich nichts. Ah, ich habe die Schläuche angemacht. Ja. Ah. Lass knattern. Ah, jetzt geht er. Guck mal. Das ist ja geil. Ah, ja, ja. Muss ich denn jetzt rückwärts damit fahren? Nee, du musst so fahren, aber du musst den Pickup runterlassen. Genau. Und einfach entlang fahren. Dieses Teil tatsächlich, was du gerade fährst, bin ich auch schon gefahren. Okay. Oh. Okay, ich muss aber eben einstellen, dass er die Geschwindigkeit hält. Wo war das noch? Also einfach während dem laufenden Betrieb aussteigen ist nicht so geil. Da kommt nie wieder vom Fleck. Nee, bietet sich nicht so an, ne? Nee. Geschwindigkeit permanent halten, ja. Kommt da was drauf? Ja, ne? Ja, ein bisschen. Was ist ja, drin? Schon jetzt 500 Liter jetzt? Ja, guck mal. Jetzt wäre es vielleicht gar nicht so ungeil, wenn wir schon die ersten Kühe hätten, ne? Wo wir das auch reinwerfen können. Ja, stimmt. Jetzt gehe ich mal den Paul fragen. Ich bin gleich wieder da. Ja. Hallo. Gut. Guten Tag. Hallo. Hi. Moin. Schon wieder da, ich weiß. Paul. Ja? Getriebe läuft. Können wir uns deinen Tiertransporter ausleihen? Darfst du tun. Wo ist denn der, das, was du als Hof bezeichnest? Versteckt. Ja, okay. Ich bin gerade dort. Guck mal auf der Map. Rittner? Yep. Dann würde ich da kurz hinfahren, das abholen, wenn das okay ist. Kannst du tun. Okay, dann wollen wir Werner ganz kurz sagen, ja, dass das Kühe sehr teuer sind im Unterhalt? Nee, das findet er selber raus. Okay. Habt ihr einen Wassertransporter? Ja. Willst du den gerade kurz mit runterbringen? Geht nicht. Geht noch am Händler? Nein, tatsächlich ist das ein Mehrzweckgerät und Daki hat gerade den Ladewagen hinten drauf. Ach so, ihr habt euch den... Ja, okay. Der Windschrank. Gerade nicht nötig, aber ich denke nicht, wenn sie da frei ist. Alles Uwe, klar. Können wir uns deinen Lindtrag leihen, um das Wasser zu holen? Ich habe leider keinen Lindtrag. Er hat ihn doch wieder verkauft. Der ist richtig geil, der ist richtig geil. Ja, ich hatte den am Anfang mal getestet, da hatten wir noch den vollen Reher hier mit drauf. Wir haben ihn ja etwas runtergeschraubt und da ist das Ding hier nicht den Berg hochgekommen. Ne? Das ist echt schrecklich. Okay, also wir fahren tatsächlich die Berge gerade von links nach rechts. Geht. Ja, ist doch super. Ohne Probleme. Fährst du gerade mit der Einzelkorn hoch oder hast mich nach unserer Sämaschine gefragt? Ja. Ah, okay. Okay, ich bin damit beim Kollegen. Ich hab gerade gesehen. Tschüss. Jo, tschö. Ich fahr den Holden, ne? Alles klar. Weil er steht unter dem Schweinehof, die haben gerade nach dem Wasserfass gefragt. Haben wir, aber ja, schwierig momentan. Aber ich habe gesagt, wenn der Lindtrag frei ist, denkt man sie. Und Uwe hat irgendwas gesagt, Kühe sind sehr teuer im Unterhalt.
Ja, tatsächlich schon. Ist uns das egal, brauchen, ja, ne? Ja, also wir brauchen. Wir wollen ja Milch haben. Ja, ich hätte gerne Milch, ja. Ja, siehst du, für einen frischen Liter Milch von selbstgezapften Kühen. Also, da kannst du, das kannst du nicht mit Geld bezahlen, weißt du? Nee, eben. Das ist halt das. Das sollte es uns wert sein. Das auf alle Fälle. Müssen wir halt einfach mal im Wald gehen und eine 100 Jahre alte Lehre schlagen. Gut, liebe Leute, aber heute nicht mehr. Für heute sind wir erstmal fertig. Ich danke, oder wir danken vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao.